Gott im Himmel, dem geht es aber gut, ne? Ja, und guck mal, ich zeig dir was. Oh, das ist schwer. Ach, du heiliges Kanonenrohr. Mhm. Da könnte man schön mal drin verstecken, weil da kommt ja keiner drauf, dass das zum Öffnen ist, oh, oder? Oh ja. Oh ja. Das ist ein schönes Versteck für zu Hause. Mhm. Ist natürlich Gold, ne? Ja. Wäre schön. Ja, ja, pures Gold. Bitte schön, der Herr. So, das sind ein paar Kilo. Mhm. Da kommen wir zusammen, nur. Der war beim Friseur. Sehr schön, schick. Guten Tag. Schönen guten Tag. Mein Name ist Jens, ich komme aus der Hansestadt Wismar. Und ich habe euch einen Admiral mitgebracht. Jens, freut mich sehr. Diese bezaubernde Dame ist Frau Dr. Bianca Werding. Guten Tag. Ich bin der Horst. Horst. Wenn du schon so anfängst, Jens, dann bleibt er dabei. Das bleibt dabei. Ja, Jens, wie lange hast du diesen General denn schon zu Hause? Also ungefähr 6 Jahre. Und jetzt ist es an der Zeit, in 2 Jahren gehe ich in Rente, muss die Sammlung verkleinern, weil vieles in meinem Beruf steht. Ja. Und fange mit den Größten an. Du machst beruflich was? Ich bin Filialleiter einer der ältesten Taglereien von Deutschland, also Taglerei und Schiffsausrustung. Ja, Wahnsinn. Die gibt es schon 90 Jahre und leider ist die Berufsgruppe jetzt am Aussterben. Ja, das ist sehr schade. Ne? Ja, das maritime Handwerk verlagert sich mehr ins Ausland. Deswegen, aber wir sind auch gut bei der Stange. Und, ja. Wo hast du den her, bevor die Den habe ich von einem befreundeten Kunsthändler aus Belgien. Ja. Ich habe sie dann gekauft, weil ich sie wirklich spannend fand. Allerdings habe ich unterschätzt, wie schwer sie war. Ja. Die kriegt man nicht einfach auf den Schrank drauf. Ja, da hast du wohl recht. Gut, meine liebe Bianca, jetzt bin ich gespannt. Das ist ein wirklich herausragendes Kunstwerk, zu dem es sehr, sehr viel zu erzählen gibt. Dargestellt ist hier der berühmte und bekannte Philippe Chabot. Und Chabot war in der Renaissance der Admiral der französischen Flotte. Er war als Kind der Spielkamerad von dem späteren Franz dem Ersten. Und als Franz der Erste den Thron bestiegen hat, ist auch Philippe Chabot in höchste Ämter aufgestiegen. Es ist ein frühes Beispiel von, salopp gesagt, Klüngel. Ja. Und er hat ein sehr bewegtes Leben hinter sich, denn er war sehr lange sehr erfolgreich. Und durch Hofintrigen ist er in die Ungnade des Königs gefallen, hat alle Ämter verloren, hat sein gesamtes privates Vermögen verloren. Und kurz vor seinem Tod ist er wieder eingesetzt worden in alle seine Ämter. Und das ist ein schönes Beispiel für die Wechselfälle des Lebens und wie schnell man von der Gnade in die Ungnade fallen kann. Und dieses Kunstwerk geht zurück auf eine Darstellung in der Renaissance, denn der Künstler Jean Cousin, der Ältere, hat sein Grabmal geschaffen. Und dieses Grabmal ist das bedeutendste bildhauerische Werk in Frankreich zur Zeit der Renaissance. Es ist sehr oft gezeichnet worden und die Überreste davon, also die Liegefigur von Chabot, sowie auch noch eine kleinere Liegefigur, die hier bei unserem Werk wiederum fehlt, befinden sich heute im Louvre. Mhm. Eventuell handelt es sich bei dieser Darstellung um die Darstellung der Seele, das ist aber nicht ganz klar. Und hier bei uns wird die Liegefigur nicht die Seele dargestellt haben, sondern die Fortuna. Und das erkenne ich ganz deutlich an dem Hinweis von diesem Wagenrad, was man hier zur Hälfte noch erkennen kann. Denn das Wagenrad ist das Attribut der Fortuna, denn das Rad dreht sich und die Menschen, ja, fallen von Ungnade in die Gnade, andersherum. Und es passieren Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Ich habe ja jetzt hier einmal die Liegefigur abgenommen. Ich gehe aber davon aus, dass sie ursprünglich feste montiert war. Das kann man auch sehen. Ich hebe es einmal hier hoch, ganz vorsichtig, dass wir hier kleine Nüppel haben, die hier wiederum in Einlassungen eingesetzt werden können, dass der Deckel nicht abrutscht. Mhm. Chabot liegt auf der römischen Kline in der Art eines Symposiums. Und in der Antike war das ein Gastmahl, bei dem getrunken und gegessen wurde, in liegender Form. Und auch die Art der Darstellung auf den Sarkophagen. Denn die Toten wurden nicht glatt, also flach liegend dargestellt, sondern aufgerichtet wie bei einem Gastmahl. Und diese Figur hat einen eigenen Namen, das nennt man Grison. Und das Schöne ist, diese Darstellungsweise ist lange verloren gegangen. Und Jean Cousin war der Erste, der bei einem Grabmal wieder eine aufgestützte Liegefigur verwendet hat. Dann ist das eine Bronze. Ja. Dann die technischen Fragen. Haben wir eine Gießerei?
Leider nein. Das ist schade. Das ist sehr, sehr schade. Wir haben keinen Herstellernachweis. Wir haben keinen Hinweis auf den entwerfenden Künstler. Und ich gehe nicht davon aus, dass es sich hier um ein Unikat handelt. Also es wird eventuell eine Auftragsarbeit gewesen sein. Aber diese Art der Fertigung ist so aufwendig, das würde mich wirklich wundern, wenn es hiervon dann nur ein einzelnes Exemplar gibt. Wir haben hier ein Werk aus dem sogenannten Second Empire, ja, aus der Zeit zwischen 1852 und 1870, also richtig, die Regierungszeit von Napoleon III. Und Eugenie. Da ist es gemacht worden. In der Zeit ist es gefertigt worden. Das kann man sehr gut erkennen, weil wir haben ein großes Werk, das stilistisch frühere Werke aufgreift. Diese Arbeit ist hier solide und gut, aber nicht allzu hochwertig und superfein. Mhm. Meine Liebe, von der Patinierung her, das sieht mir fast aus, als wäre es vergoldet gewesen. Ja, es war vergoldet, feuervergoldet, vermute ich. Ja. Mhm. Die dunklen Flecken sind aber leider der nicht mehr so gute Zustand. Die ist sehr stark berieben. Die ist viel geputzt worden. Wahrscheinlich, ne? Leider ist dadurch das Gold abgetragen worden. Und weil wir hier das Unterteil sowie auch den unteren Deckel in einem sehr viel schlechteren Zustand haben als die Figur selber, gehe ich auch davon aus, dass die Figur später schon einmal nachvergoldet worden ist. Was mir sehr gut gefällt, sind wiederum die vielen kleinen Details. Wir haben die einzelnen Wappensymbole von Chabot. Mhm. Und das sind keine Kaulquappen, die wir hier sehen, sondern das sind Groppen. Das ist ein Süßwasserfisch. Wir haben vielstrahlige Sterne und Löwen. Und sehr schön zu sehen, das ist hier einmal eine Muschelkette mit einem daranhängenden Medaillon. Und das ist ein französischer Orden, und zwar der Michaelsorden. Hier sehen wir auch den heiligen Michael, wie er den Drachen tötet. Und hier vorne, ganz zum Schluss, haben wir das Wappen von Chabot, sowie auch umlaufend das Motto des Hosenbandordens: beschämt sei, wer Böses dabei denkt. Mhm. Und unten fehlt halt was, ne? Leider, ja, eine Liegefigur. Okidoki. Schon sind wir Richtung Wunschpreis unterwegs. Was wünschst du dir als Summe? Also meine unterste Grenze wären 2000. Erreichbar oder eher nicht? Der Zustand gefällt mir leider nicht so gut. Denn beim Abheben des Deckels habe ich gesehen, dass jede Menge neue Schrauben hier zum Nutzen gekommen sind. Die Einzelteile sind auch noch mal neu miteinander verbunden worden. Und es ist nicht mehr der Originalzustand. Zudem fehlt die wichtige Liegefigur. Mhm. Ich wäre aber trotzdem schon bei Ihnen. Ich wäre bei 1.800 bis 2.200 Euro. Dann würde ich sagen, da sind die 2.000 auf jeden Fall drin. Und man weiß nicht, was mit den Händlern passiert. Bitte schön. Ich danke dir. Mein Lieber, es war sehr nett mit dir. Fand ich auch sehr spannend. Da geht's rüber. Vielen Dank. Und vielleicht sehen wir uns wieder. Gerne. Tschüss. Tschüss. Alles Gute. Aber eine Qualität, oder? Super. Wahnsinn. So, das ist ein sehr guter, feiner Guss. Ja. Das ist wirklich hohe Qualität. Also es ist jetzt keine hohe Auflage, das wurde jetzt nicht in großen Stückzahlen. Auch diese Emaillierung war ja aufwendig, die musste man beim Emailleur bestellen. Das ganze Ding hat einen sehr exklusiven Charakter. Die Begeisterung unserer Händlerinnen und Händler scheint groß, aber ob sie für die Bronze entsprechend viel bieten? Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Jens. Ich komme aus der Hansestadt Wismar und habe euch einen Admiral mitgebracht. Jawohl, passt sehr, sehr schön. Die alten Seefahrer. Prunkvolles Stück. Passt, ne? Das ist das Grabmal eines französischen Admirals aus der Renaissance, das wieder aufgelebt ist im 19. Jahrhundert, schätzen wir. Das Originalgrabmal, also der Rest davon, ist im Louvre. Mhm. Und es wurden Nachbildungen gefertigt. Ich kenne im Internet und auch durch meine Händlerbeziehung zwei aus Marmor und diese eine aus Bronze nur. Mhm. Was fehlt denn da in der, also am unteren Teil fehlt also da lag eine Frau unter, irgendwie eine Schicksalsgöttin oder wie auch immer. Mhm. Also die Reste des Grabmals im Louvre, Sie sagen Reste, ist da was ergänzt worden, was im Grabmal nicht vorkommt? Also es sind noch zwei Figuren daneben, Die sind auf dem Bild im Louvre zu sehen, Da ist er drauf und darunter ist noch mal eine Figur, eine Frau, die aber davor liegt. Ja. Ich starte mit 1.000 Euro. 1.500. 1.600. Das ist schon ein Knaller, das ist schon toll. Mhm. Ich biete 1.700. 2.000. Die Qualität ist ausgesprochen. Wunderschön. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3. 3.1. 3.200. 3.3. 3.5. 3.6.
3,7, 3,8. 4.000 Euro. Gehst du über 4.000? Wunderschön. Hm. Mit Fingernägeln. Und bitte. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Blick, dass man guckt, ob die Fingernägel gut sind. Ja, hast du auch vollkommen recht. Du bist sehr detailreich. Ja. Fabian, möchtest du noch mitmachen? Ich glaube, 4.000 ist fair. 4.000 Euro habe ich jetzt geboten. Verkaufen Sie es mir. Würde ich ihn gern verkaufen, ja. Danke Ihnen. Dann zahlen wir Geld. Ach ja, schade. Ja. Schönes Teil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Oh, das dauert mir zu lange. Ich nehme die großen Scheine. 1, 2, 3, 4.000 Euro. Wunderbar. 2.000 Euro erhofft, das Doppelte erzielt. Chapeau. Ich bedanke mich. Ich habe nichts an. Vielen Dank für das hochinteressante Stück. Mhm. Danke. Ich fand es auch sehr nett und schön, dass Sie es gekauft haben. Ja. Und einen schönen Tag fand ich auch. Ja. Tschüss. Willkommen. Tschüss. Nein, danke. Toll. Ja. Richtig toll. Wunderschön. Das ist eine Qualität, die siehst du ganz, ganz selten. Ich bin sehr zufrieden. Die Expertise ist verdoppelt worden. Und ich habe auch auf Daniel getippt, weil er wirklich sehr intensiv überlegt und gefragt hat. Und ich glaube, das Interesse war von Anfang an da. Ich freue mich wirklich.